Als Botschafter der Europäischen Bibelgesellschaft und Bibellehrer der Freien Universität Berlin hatte ich die Möglichkeit bekommen, den Mann, der von sich aus behauptet, der letzte Messias zu sein, mit Fragen zu konfrontieren. Hören wir uns mal an, was sich daraus ergeben hat. Wir befinden uns in dem schönen Jerusalem und ich als einer der freien Vertreter des christlichen Glaubens, der an den Inhalt des sogenannten Alten und Neuen Testamentes glaubt, nach dem Kanon des religiösen Judentums und der heutigen freikirchlichen Reformchristenheit, habe hier den Mann vor mir sitzen, der meint, der prophezeite Messias zu sein, der kommen soll. Würden Sie uns zuerst Ihren Namen nennen? Was geht Sie das an? Okay, kommen wir vielleicht später auf diese Frage zurück. Die Welt fragt sich natürlich, welche Weltanschauung sie vertreten, und da wir nicht jetzt einzeln alle jene abklopfen wollen, grenzen wir die Frage auf die Hauptströmungen ein. Würden Sie sagen, dass in einem der folgenden Fundamente der Hauptströmungen die Wahrheit enthalten ist? Als erstes im Tanach, der schriftlichen Überlieferung des Judentums, dem sogenannten Alten Testament, so würden es die Christen bezeichnen. Als zweites in den Heiligen Schriften der Bibel, die aus Alten und Neuen Testament besteht. Und drittens dem Koran, an welche die Muslime glauben. Lassen Sie mich Folgendes klarstellen. In einem dieser Fundamente ist die Wahrheit zu finden, wenn auch zur Vervollständigung gewisse Worte fehlen, die ich mitbringen werde, sobald ich in mein Amt komme. Die einzigen Heiligen Schriften, die es momentan auf der Erde gibt, sind die Schriften des, wie Sie es wohl nennen würden, Alten Testamentes. Was sagen Sie dann zum Koran und dem Neuen Testament, welchen rund über die Hälfte der Weltbevölkerung glauben? Wissen Sie, der allmächtige Gott prüft die Menschen, ob sie wirklich nach der Wahrheit suchen und die ihnen gegebenen angeblichen Wahrheiten hinterfragen. So ist es, dass viele Menschen sich verführen lassen haben und in die Irre gegangen sind. Die Anhänger des Mohammeds oder Jesus, wie Sie sie nennen würden, haben mit der Wahrheit nichts zu tun. Der einzig wahre Gott ist der Gott Israels. Und was sagen Sie zu den Anführern dieser Weltanschauungen des Islams, Mohammed, und des Christentums, Jesus von Nazareth? Die heiligen Schriften haben alles prophezeit, dass falsche Propheten immer auftreten werden, um Gottes Volk Israel zu prüfen, ob sie wirklich den wahren Gott folgen wollen. Die von ihnen genannten zählen zu diesen falschen, irreführenden Propheten, Zauberern und schön geschmückten Märchen, die in ihren Büchern stehen. Und wenn es um diesen Jesus geht, den sie aus dem sogenannten Neuen Testament herkennen, dieser ist nicht nur ein falscher Prophet, sondern der, wie Sie es sagen würden, wirkliche Antichrist, höchstpersönlich. Selbst, den auch die heiligen Schriften schon vorausgesagt haben. Sie meinen damit, dass dies im Tanach, dem sogenannten Alten Testament, schon prophezeit war? Die meisten Judentumanhänger, die ich kenne, sagen, dass nichts über einen Antichristen oder ähnliches in den heiligen Schriften prophezeit wurde. Mein Volk, das Haus Jude, hat recht, wenn es sagt, es steht darüber nichts geschrieben. Dennoch ist es ihnen wohl bekannt, dass viele aus ihrem Volk sich als Messias ausgegeben haben. Fragen Sie doch jene nach Bar Kochba. Der meinte, er würde der Messias der Juden sein. Die heiligen Schriften reden nicht über Jesus als Antichristen, aber es gibt andere Begriffe, die für ihn verwendet werden, wie im Propheten Sacharja geschrieben steht: Wehe dem nichtsnützigen Hirten, der die Herde verlässt. Ein Schwert komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll gänzlich verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen. Oder er wird auch das kleine Horn genannt im Propheten Daniel. Aber Sie wissen schon, dass es nichts nützt, es zu wissen, wie Sie meinen, sondern Sie müssten es schon beweisen. Ich sag Ihnen jetzt mal was. Ich kenne das sogenannte Neue Testament sicher besser als alle Menschen auf dieser Welt. Steht nicht darin geschrieben im Evangelium des Johannes? Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist,
dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Und jetzt fragen Sie sich, wo ist denn dieser Jesus, der angeblich gute Hirte? Er hat seine Schafe verlassen und sie den Wölfen ausgesetzt und kümmert sich einen Scheißdreck um sie. Schauen Sie sich doch dieses Christentum mal an, was in zehntausende Gruppierungen zersplittert ist, wo jeder meint, er hätte die sogenannte Bibel richtig verstanden. Und wobei selbst in der Bibel sogar geschrieben steht, dass ein Hirte gewisse Voraussetzungen erfüllen muss, damit überhaupt als Hirte eingesetzt werden kann. Und selbst jene erfüllte dieser Jesus nicht. Ja, wie der Prophet Zacharja schon sagte, wehe dem Hirten, der die Herde verlässt. Ich werde meine Schafe nicht verlassen, bis zum Schluss. Oha, das würde ich gern später nochmal ansprechen und darüber diskutieren. Aber wie kommen Sie jetzt darauf, dass Jesus das kleine Horn sein soll aus dem Buch Daniel? Kennen Sie denn Ihre eigenen Schriften nicht? Es steht doch alles in diesem Neuen Testament geschrieben, dass er es ist. Der Prophet Daniel sagte, und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Aber das Gericht wird sich setzen, und man wird ihm seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten und zu zerstören bis zum Ende. Aber wir glauben, dass jene Bibelverse sich auf den letzten Antichristen beziehen. Ja, was nehmen Sie sich heraus zu behaupten, dass diese Verse aus dem Buch Daniel sich noch nicht erfüllt haben sollten? In Ihrem eigenen antichristlichen Neuen Testament, das in einer Sprache der Goim verfasst wurde, steht es doch selbst geschrieben, dass dieser Jesus genau das tat, was im Propheten Daniel geschrieben steht. Lesen Sie doch selbst nach. Im Brief der Hebräer steht doch geschrieben, denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Da steht es doch, dass dieser möchtegern hohe Priester Jesus das Gesetz geändert hat, wie es der Prophet Daniel prophezeit hat, über das kleine Horn, wo viele von ihren Leuten glauben, es gehe da um den Antichristen. Ja, und damit haben Sie recht. Dieser Jesus hat das Gesetz geändert. Dafür hat er mit seinem Leben bezahlt. Dieser möchtegern König. Der Prophet Hesekiel sagte einst schon über diesen Königpriester Jesus, so spricht Gott, der Herr der Herrscharen, fort mit dem Kopfbund und herunter mit der Krone. So wird es nicht bleiben. Das Niedrige soll erhöht und das Hohe soll erniedrigt werden. Ja, erniedrigt wurde er am Tag seines Todes am Kreuz.